Wir sind noch immer bei der Gehirnforschung in dem Buch Schön ohne Aber. Warum ist das so wichtig? Weil unsere Gedanken unser Leben bestimmen. Das, was ich über mich selbst denke, bestimmt, wie ich den heutigen Tag verbringe, wie ich über mich selbst, meinen Körper, mein Aussehen und natürlich auch über alle anderen denke. Und das Phänomen, was mir sehr geholfen hat, ist, es gibt eine Gehirnforscherin in Amerika, die hat das genannt, das, was das Reptiliengehirn uns mitteilt, Neurological Junk. Also man würde sagen, kognitiver Unrat oder Abfall. Das sind Gedanken, die ich mir angewöhnt habe, und zwar jahrzehntelang angewöhnt habe, die ich mir eintrainiert habe, aber in Wirklichkeit haben die überhaupt nichts mehr mit meinem jetzigen Selbst zu tun. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so Glaubenssätze, da wissen wir, die sind eigentlich gar nicht wahr, aber die haben wir total verinnerlicht. Zum Beispiel, wenn ich im Stress bin, muss ich ganz viel Zucker essen. Oder wenn ich im Stress bin, muss ich essen. Das verknüpft sich ja über Jahrzehnte, dieses Denken, dieses Verhalten. Und der Trick ist zuerst einmal ganz wichtig zu erkennen, ja, das ist eine ganz alte Gedankenautobahn. Das ist neurologischer Abfall, wenn man so will. Das ist etwas, was ich mir antrainiert habe, aber was heute gar nicht mehr stimmt. Ich muss nicht bei Stress eine Riesenladung Zucker essen. Und da ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man das zugibt. Dass man sagt, ja, eigentlich ist das neurologischer Abfall. Und der zweite Schritt, und der ist für heute wichtig, der zweite Schritt nennt sie Dr. Caroline Leaf, den zweiten Schritt nennt sie Dismiss the Thought. Also diesen Gedanken, wenn ich im Stress bin, dann muss ich jetzt sofort Zucker essen, diesen Gedanken vorbeiziehen lassen. Hat ja auch Martin Luther schon gesagt, ich kann nicht bestimmen, ob der Gedanke an mir vorbeifließt. Fliegt, aber ich kann bestimmen, ob er sich ein Nest baut. Und dieses Dismiss the Thought, also den Gedanken entlassen, macht sie mit einem ganz schönen Bild, das mir sehr geholfen hat. Sie hat sich vorgestellt, das ist wie wenn du ein Laubblatt in einen Fluss wirfst und von diesen Wellen im Fluss wird dieser Gedanke einfach weitergetragen. Das heißt, du lässt ihn einfach weiterziehen. Und das ist etwas, das kann man tatsächlich üben. Es geht nicht schnell. Es sind Gedanken, alte Gedankenautobahnen, die wir durch neue Gedankenbahnen ersetzen können. Psalm 139, Vers 14 sagt, in aller Entschlossenheit, sagt David, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das widerspricht also total unserem neurologischen Abfall und gibt so ein Gegengewicht zu dem anderen Gedanken, den ich ziehen lassen muss. Ja, zu den anderen Gedanken, die wir alte Glaubenssätze genannt haben, negativen Gedanken, dass ich den ziehen lassen muss. Und zwar schon allein deshalb, weil die Bibel was ganz anderes sagt. Also, dass ich das wirklich meine Wahrnehmung, meine Interpretation, meine Gedanken, die sind für mich zumindest zum größten Teil negativ und selbstzerstörerisch. Und dass ich da stattdessen behaupte zu sagen, dass du mich herrlich und ausgezeichnet gemacht hast, wunderbar sind deine Werke, dass wir uns dafür entscheiden können heute. Vielen Dank, dass du den My Input Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.